Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich die Glossybox Young für dich. Die ist nämlich gerade eingetroffen und die möchte ich mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesem Karton verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox Young kann man über die Glossybox-Seite bestellen, ist quasi die Version für die etwas jüngere Generation. Genau, kostet 10 Euro, verlinke ich dir unten in der Infobox. Und wenn du ein Abonnent von der Glossybox bist und quasi Glossy Points bekommst durch Produkte bewerten und so weiter, kann man sich die für Omo holen. Das habe ich getan. Und weil ihr mich ja immer unterstützt, dadurch, dass ich ja euch habe, habe ich ein paar mehr Glossy Points, weil liebe Leute durch meinen Link und meinen Rabattcode tatsächlich dann auch die Boxen abonnieren, denke ich mir immer in solchen Momenten, ich möchte was zurückgeben und da habe ich einfach zwei bestellt. Das heißt, eine ist für dich, eine ist für mich und jetzt gucken wir einfach mal zusammen rein. Ja, die Glossy Box Young kommt in so einem Karton. Und, eine davon wird verlost, das wollte ich damit sagen. Genau, die ist immer in so einem schwarzen Karton, genau wie die Glossybox auch, den wir jetzt einmal öffnen. Oh, schön. Die ist in einem richtig tollen Herbstdesign. Das gefällt mir unheimlich gut. Das hatte ich auch schon auf der Homepage gesehen, dass sie dieses Mal ein schönes Design hat. Und hier hinten steht drauf, thank you for the love. Vielen Dank für die Liebe. Oh, richtig toll, dieser Karton. Der gefällt mir richtig gut. Der ist schön herbstlich. Den zeige ich jetzt auch gerne mal etwas näher in die Kamera. Schön, oder? Toller Herbstkranz. So, ja, hier ist die Box und Sammy hat sich jetzt endlich hingelegt und gechillt. Genau, jetzt machen wir die einmal zusammen auf. Und hier haben wir direkt den ersten Blick in die Box, wo quasi der Einleger drin ist, wo drin steht, was drin ist. Dann haben wir hier ein schönes Schleifchen, das Seidenpapier. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass du sowohl bei der Glossybox Men als auch bei der Glossybox Young, das sind ja immer die Sondereditionen, hier verschiedene Produkte auf der Karte hast und 6 davon sind in der Box. Und hier haben wir 7 Produkte abgebildet, also bin ich sehr gespannt, was sich jetzt darin verbirgt. Und ja, dann machen wir hier einmal zusammen das Schleifchen los. So, dann öffnen wir einmal hier den Klebi. Und haben dann hier den ersten Blick in die Box. Ja, dann würde ich sagen, dass wir einfach mal starten. Und zwar haben wir hier als erstes ein Haartool von Yes. Das kommt von Müller und Galeria Kaufhof und Solida. Sagt mir so gar nichts. Das scheint eine Haarspange zu sein, die man sich irgendwie reinmachen kann. Keine Ahnung, werde ich mal austesten. Ich habe ja immer meinen obligatorischen Bommel oder meine Haare offen oder einen Pferdeschwanz. Also ich bin da ja nicht so flexibel. Und wenn da vielleicht mal irgendwelche Tools drin sind, mit denen man das Ganze etwas spannender gestalten könnte, bin ich ja auch gerne mal mit dabei, ne? Wenn das funktioniert. Wie funktioniert das? Ich glaube, mein Bommel ist zu groß dafür. Ah, so. So sähe das dann aus. Es ist halt irgendwie witzig, aber ja. Frisur ist etwas zerstört, ne? Naja, das muss halt noch ordentlich getestet werden, aber so vom Prinzip her ist es ganz niedlich, wenn man hier so ein Wellengedöns hat, finde ich. Ja, ne? Wird noch auf jeden Fall eingehend getestet. Genau. Das nächste Produkt werde ich nicht verwenden. Das ist von Batiste ein Trockenshampoo in der Geruchsrichtung Floral and Flirty Blush. Trockenshampoos verwende ich nicht. Sowas wandert bei mir direkt weiter. Aber das hat eine perfekte Größe für Adventskalender, die ich ja aktuell auch ziemlich intensiv packe. Dann habe ich hier von Miss Lynn eine True Color Eyeshadow Base. Das ist toll. Eyeshadow Base kann man auch mal so ausprobieren. Das finde ich super. Das kann man auch gut mal verwenden. Ich meine, es ist jetzt eine Eyeshadow Base. Was will ich da jetzt groß swatchen? Aber ich will mir die Konsistenz mal angucken und vor allem den Geruch. Das ist auch immer eine ganz, oh nein, wichtige Geschichte. Und mein Nagellack sagt sich, ciao Claudi, das war einfach zu viel. Mist. Okay, das ist einfach so ein Cremepöttchen. Ist hier auch noch mit einer Folie drüber. Meine Herren. 20 Millionenfach abgesichert. Ja, und das ist halt so eine richtige Creme. Ist geruchsneutral. Also da rieche ich jetzt so nichts raus. Und ich habe jetzt hier irgendeinen flachen Pinsel mir genommen. Dann müsste man mit einem flachen Pinsel da reingehen. Oh, das ist echt sehr, sehr fest. Hat aber ein bisschen was von einem MAC Paint Pot. Dann, oh wow. Die ist weiß.
Die ist richtig weiß. Oh, krass. Aber die fühlt sich aber gut an. Das muss ich wirklich sagen. Und theoretisch müsste man natürlich jetzt in die Schatten drauf machen, ne? Aber das kann ich mir echt... Ja, die deckt ein bisschen ab. Also das ist nicht zu extrem, aber auch nicht zu leicht. Das sieht gut aus. Lässt sich gerade auch mega schnell verblenden, ne? Also das war ja echt zack drin. Und damit meine Augen halt auch in irgendeiner Art und Weise symmetrisch aussehen, mache ich das kurz auf dem anderen auch. Auch wenn es einfach nur eine Base ist, ne? Ist jetzt nichts Aufregendes. Aber das ist mal ein cooles Produkt. Ich glaube, sowas hatte ich auch so noch nicht in der Glossy Box mit drin. Weil Eyeshadow Base kann man ja auch gut gebrauchen. Ich weiß nicht, verwendest du eine Eyeshadow Base? Hast du da irgendwie eine präferierte, die du gerne verwendest? Dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Ne? Ja, gefällt mir. Schön. Weiß kann man gut gebrauchen. Kannst du auch schön nehmen zum Cut Crease ziehen, ne? Das wird dann auch gut funktionieren. Sehr schön. So, dann haben wir hier von Alverde. Ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit Alverde aktuell, muss ich gestehen. Was ist das hier? Pure Beauty Anti-Rötungen. Okay, das ist so ein grüner Stick, den du jetzt einfach so auf die Rötungen punktuell drauf machen könntest. Halt so ein Color Correcting Stick. Ich verwende sowas nicht. Wenn ich eine Rötung habe, dann ist das so, dann scheint sie durch, aber ich lasse sie dann einfach. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich möchte unbedingt immer Full Coverage oder sowas. Nö, ich stehe zu meinen Rötungen und auch zu meinen Sommersprossen. Gott sei Dank habe ich auch nicht so viele Rötungen, Klopf auf Holz aktuell. Ne? Das hat sich alles von den Hormonen etwas besser eingependelt durch Pille absetzen und so. Es hat sich verbessert in dem letzten halben Jahr. Und der sieht auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen... Ich muss ihn doch jetzt mal aufmachen und euch das zeigen. Ich bin da nicht dran gewesen, Leute, ne? Aber guck mal, wie der aussieht. Ich weiß nicht, ob der das jetzt scharf stellt. Hallo, scharf stellen. Da sind so richtig Einkerbungen oder sowas drin. Das ist irgendwie krüsselig da vorne dran, oder? Ist irgendwie komisch. Kannst du auch so nicht weitergeben. Naja, also ich werde mal versuchen, den zu verwenden. Kann man den rausdrehen? Jo. Ja, lässt sich rausdrehen. Ich denke, dass ich dann die erste Schicht jetzt einfach mal abnehmen werde. Kann ich es swatchen. Und den Rest kann ich dann ja so verwenden. Jedenfalls, ja, auch wenn ich es nicht wirklich, aber naja. Naja. Riecht wirklich sehr, sehr merkwürdig nach Teebaumöl tatsächlich. Ja, aber sowas trägt man ja unter der Foundation, ne? Um dann Rötungen abzudecken. Ist jetzt nicht für die Augenringe, da sollte man bisher Peach nehmen. Aber wenn man halt so hier Pickelchen hat oder so und danach dann eine Foundation drüber macht, dann macht man das halt erst drauf und dann die Foundation drüber. Naja, jetzt habe ich hier was zum Color Correcten, weil das kann ich nicht weitergeben. Das behalte ich dann einfach. Ja, dann habe ich hier noch ein Produkt drin und zwar von Neutrogena Skin Detox 2-in-1 Reinigung und Maske. Das hatte ich schon mal verwendet, habe ich leider nicht vertragen. Das heißt auch, das wird dann wieder weiter wandern. Leider, ja, mochte ich eigentlich sehr, sehr gerne, gerade so vom Sinn her, vom Produkt her, aber ich habe es nicht vertragen. Also ich glaube, diese Glykolsäure habe ich nicht vertragen. Ja, ne? Das ist aber eigentlich ein ganz cooles Produkt und ich mag die Produkte von Neutrogena eigentlich gerne. So, und als letztes haben wir jetzt hier eine Maske drin, Zellbooster. Ich weiß nicht, was sowas in einer Glossy Box Young zu suchen hat, aber für mich ist es perfekt. Aktiviert und schützt mit Grapefruit-Duft und Passionsfrucht, das finde ich schön. Und da werde ich doch jetzt einfach mal ein Sachet von verwenden. Wie macht man das? Nach 10 Minuten Einwegzeit die Reste der Maske mit einem feuchten Kosmetiktuch abnehmen. Ja, ne? Das wird jetzt erstmal verwendet. Das sind so zwei Bommels. Und da hast du dann so einzelne Pöttchen. 8 Milliliter pro Stück. Und da trage ich mir jetzt einfach mal eine von auf. Ja, die Maske darf jetzt 10 Minuten auf meinem Gesicht bleiben und danach werde ich sie gleich abwaschen. Der Duft ist angenehm, das muss ich wirklich sagen. Grapefruit, Passionsfrucht, also es riecht sehr fruchtig. Was mir gerade nicht so gut gefällt, ist, dass es so ein bisschen brennt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr unangenehm. Man sollte aufpassen, dass man nicht so wie ich so nah an die Augen geht. Man sollte die Augen wirklich großflächig aussparen. Bei mir persönlich juckt und brennt es auch wirklich um die Nase herum. Es ist Erkältungszeit, ich bin zwar nicht erkältet, aber trotzdem wuselt man sich doch etwas mehr an der Nase rum, als man das jetzt so im Sommer macht, würde ich mal so behaupten.
Ich finde, dass die Maske auf dem Gesicht auch wirklich juckt. Also ich merke sie und ich finde sie nicht angenehm. Die Konsistenz war wirklich wie so ein Sorbet. Man kennt ja dieses Zitronensorbet oder wie auch immer. Es ist sehr fluffig und leicht und sowas, aber sie fühlt sich in keinster Art und Weise so fluffig und leicht auf der Haut an. Und bevor ich jetzt gleich durchdrehe, weil meine Nase gerade juckt wie Sau, werde ich jetzt kurz 10 Minuten einfach ruhig sein. Die Maske einwirken lassen, dann werde ich sie mit einem feuchten Waschlappen, nicht mit einem feuchten Kosmetiktuch, weil das macht für mich keinen Sinn, mit einem feuchten Waschlappen abnehmen und bin dann gleich wieder da. So, sehen meine Zellen nun so aus, als wären sie aktiviert? Naja, also ich finde schon, dass meine Haut jetzt auf jeden Fall frischer aussieht, ne? Mega. Also fand ich echt total klasse. Ich kann auch näher rankommen, dann siehst du meine Haut von nahem. Ja, hat mir gut gefallen. Also dieses Brennen, Kribbeln, wie auch immer, was ich am Anfang hatte, hat sich so nach 3-4 Minuten ergeben. Also da hat es dann nicht mehr gekribbelt oder sich komisch angefühlt und hat sich dann einfach nur angefühlt, als hätte man eine ganz, ganz dicke Schicht Creme im Gesicht. Deswegen mag ich auch nicht so gerne Crememasken, ne? Ja, aber hat mir gut gefallen. Auch das Ergebnis gefällt mir richtig, richtig gut. Das muss ich wirklich sagen. Und meine Haut fühlt sich jetzt tatsächlich auch schön weich an und sehr, sehr angenehm. Und ja, eine empfehlenswerte Maske auf jeden Fall von meiner Seite. Und ja, auch die Box hat mir gut gefallen. Ich habe jetzt da vorne gerade alles aufgebaut, weil ich gerade ein Instagram-Bild gepostet habe. Falls du mir noch nicht folgst, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, es nachzuholen. Ich heiße Aidoik P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Es ist ein merkwürdiger Name, aber hey, ich habe ihn mir ausgesucht, ich wollte ihn haben. Alles hat einen Grund und ja, doch, ne? Ist irgendwie eine coole Box gewesen, auch wenn ich manchmal bei manchen Dingen mir denke, okay, nee, eigentlich jetzt nicht so unbedingt mein Style. Also dieses Haarding habe ich jetzt auch schon entfernt, weil mein Bommel sich dann dementsprechend echt aufgelöst hatte. Ja. Aber ansonsten fand ich die Box ganz witzig. Doch, hat mir wohl gefallen und ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Der bewegt sich meistens immer leicht über den 10 Euro, die man dafür bezahlt. Also so 15 Euro kann ich mir wohl vorstellen, dass die Produkte den Wert erreichen werden. Und denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video hier von mir gefallen hat, oh mein Gott, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings der Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!